Ho, 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 happy morning in the morning. Ich freue mich, dass du da bist. Ich heiße dich herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund an diesem wunderschönen Montagmorgen Nikolaus Tag. Und zu Ehren des Nikolauses, naja, zu Ehren hört sich jetzt blöd an, aber heute habe ich mir etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht. Und zwar schauen wir heute jetzt einfach mal in seine Energie rein, in seine Gefühle, in seine Gedanken, in das, was er denkt und fühlt in Bezug auf dich konkret, ganz genau, okay? So, jetzt schaue ich mir einfach mal seine aktuelle Energie an. Moment, ich muss mal hier schnell das Licht ausmachen. Das nervt. So. Wow, also hier haben wir schon mal die positiven Nachrichten, die positiven Veränderungen. Hier geht auf jeden Fall was bei ihm. Der scheint wirklich sehr, sehr, sehr aktiv zu sein. Kann auch sein, dass er vielleicht gerade eine Reise macht oder eine Reise gemacht hat, was wiederum eine tatsächliche Reise sein kann oder einfach auch eine Reise nach innen einerseits gemacht hat oder durchlaufen ist oder gerade durchläuft. Es kann aber auch eine spirituelle Reise gewesen sein. Auf jeden Fall geht es mit dieser Karte um eine Entwicklung, die auf jeden Fall positiv ist, die auch etwas mit Machen und Tun zu tun hat. Oh Mann, ey. Ja, also hier kommt jemand in die Pötte sozusagen. Aber in welcher Energie ist er denn jetzt konkret, wenn er dich sieht? Ne? Vielleicht sieht er dich auf Facebook, vielleicht sieht er dich, wenn du an ihm vorbeiläufst. Ich weiß ja nicht, in welcher Situation ihr gerade seid. Also ich rede jetzt einfach mal davon, was geht in ihm vor, wenn er dich sieht, zum Beispiel auf Facebook durch einen Post oder auf der Straße oder wenn ihr euch trefft. Je nachdem, wie eure Situation ist, ob ihr euch überhaupt trefft, ob ihr euch überhaupt seht oder ob ihr überhaupt Facebook habt oder so, ne? Was geht da in ihm vor? Okay. Ja, also wenn er dich sieht, egal in welcher Form, dann erweckst du sozusagen Bärenkräfte in ihm. Ich würde sogar sagen, du erweckst in ihm alles, was man zum Leben braucht. Du erweckst in ihm, ja, keine Ahnung, wie soll ich sagen, Mut, Kreativität, Optimismus. Ich würde es sogar so sagen, dass er durch dich lebt und er lebt und sich lebendig fühlt und aber auch an sein eigenes Bewusstsein rankommt, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber sein sich selber fühlt durch dich, sich wirklich, wirklich bewusst fühlt durch dich, das empfindet er, wenn er dich sieht oder liest. Aber, und ich muss es leider sagen, hat er halt auch den Hang dazu oder neigt dazu,
würde dazu neigen, sich in dieses wunderbare Gefühl, was du in ihm auslöst, sozusagen, sich festzukrallen. Und weil er genau davor Angst hat, vor seiner eigenen Größe, ja, vor dieser grandiosen Energie, die du in ihm auslöst, davor hat er auch Angst. Und deswegen auch die schnellen Entwicklungen hier, die positiven Entwicklungen, die hast du in ihm quasi ausgelöst. Und jetzt ist er sozusagen voller Feuer, ja. Aber hier ist auch die Gefahr, dass er genau deswegen an dir sich festkrallt, ja, sich an dich klammert, weil du in ihm das auslöst. Und deswegen hat er auch gleichzeitig Angst davor. Er hat also quasi Angst vor seiner eigenen Größe, vor seiner eigenen Stärke, vor seinem eigenen Sein. Vielleicht, weil er sich nicht eingestehen kann oder zugestehen kann, wie viel Macht, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber nur weil man Macht mit etwas Negativem verbindet. Aber eigentlich ist es so, dass er gar nicht weiß, ihm gar nicht bewusst ist, wie viel Macht im positiven Sinne in ihm steckt, was ihm vielleicht gar nicht bewusst ist, ne? Du holst in ihm quasi sozusagen das Absolute, seine eigentliche Energie raus, aber genau das macht ihm auch Angst. Wie fühlt er sich, wenn du nicht da bist? Wie fühlt er sich, wenn er dich nicht sieht, wenn er nichts von dir hört? In welcher Energie ist er dann? Dann ist er in dieser Energie, sich auszumalen, also eigentlich richtig, richtig genial, weil er zwar jetzt hier in der Hauptenergie noch diese Ängste hat, ja, sich wirklich auf dich einzulassen oder halt. Das kann man gar nicht so sagen. Es ist einerseits die Angst vor dieser Macht, was in ihm steckt. Ja, also die Angst vor sich selber eigentlich. Und die Angst davor, einerseits dieses wunderbare Gefühl wieder zu verlieren. Und wenn er dich nicht sieht, nichts von dir hört, ist er eigentlich in der Energie, sich etwas aufzubauen. Also eigentlich wunderschön, aber jetzt brauche ich meine Klärungskarten, weil jetzt komme ich nämlich gerade nicht weiter. Es geht aber auch um Eigenverantwortung hier auf der untersten Karte des Decks. Um Eigenverantwortung in der Hinsicht, dass diese vier der Münzen, ne, dieses Festhalten, dieses Klammern, ist natürlich eine niedrig schwingende Energie, weil man hier an etwas festhält. Es kann natürlich einerseits sein, dass er noch an etwas Altem festhält oder an irgendetwas festhält. Es kann aber auch sein, dass es hier wirklich halt darum geht, dass er Angst vor seiner eigenen Größe hat und sich selber lieber ein bisschen klein hält oder zurückhält. Aber dafür brauche ich jetzt eben meine Klärungskarten, weil wenn er dich nicht sieht, wenn er nichts von dir hört, ist er trotzdem darauf bedacht, aktuell einen Neubeginn bzw. abzusäffen. Jetzt ist natürlich die Frage, hat es etwas mit dir zu tun oder nicht, beziehungsweise, das können wir ja nochmal fragen, sieht oder wünscht er sich eine Zukunft mit dir? Also definitiv ja mit den sechs der Schwertern, weil die sechs der Schwerter steht, die sechs der Stäbe steht für die Energie, die er aufbringt, um diese Ängste hier zu besiegen. Okay? Das heißt also, er kann sich auf jeden Fall eine Beziehung mit dir vorstellen, aber ich würde jetzt einfach mal aus dem Stegreif sagen, die Zeit ist noch nicht reif, okay? Genauso fühlt es sich an,
Aber es liegt alles im Prinzip unter einem guten Stern, weil es auch mit dem Ass der Stäbe da, mit dem Ass der Münzen darum geht, dass es um etwas wichtig ist, um eine, es geht um eine wichtige, wichtige, ehrliche, wahrhaftige Verwirklichung des Ziels, wo man wirklich alles dafür tut, um dieses Ziel zu erreichen in Bezug auf dich. Und dafür schaut man sich die Ängste an, schaut er sich seine Ängste an und will über diese, ne, er will quasi loslassen, er will zu seiner wahren Größe werden, wachsen, sich entfalten, um dann dir gegenüberzutreten in seinem wahren Sein, in seinem ganzen Potenzial, in seiner ganzen Schöpferkraft auch, muss ich wirklich so sagen, weil der König der Stäbe ist für mich, also für mich, ist der für mich ein lebendiger, leidenschaftlicher, optimistischer, mutiger, begeisternder Mensch mit einer großen Portion an Weisheit, die er aber womöglich in der Vergangenheit durch diese Ängste nicht leben konnte oder sein wahres Potenzial nie wirklich ausgeschöpft hat oder ausschöpfen konnte, weil hier er halt durch seine Ängste auch immer irgendwo zurückgehalten wurde, sozusagen. So, jetzt aber hier mal meine Klärungskarten. Okay, also hier sieht man schon diese positiven Veränderungen oder in dieser Energie, in der er steckt, wo hier alles auf vorwärts, alles auf, ne, dieses Feuer, was in ihm bebt, ist Heilung von Glaubenssätzen, ja, die ihn gerade bewegen, womit er sich befasst, okay, um sozusagen sich von diesen Problematiken zu befreien, die halt eben ihn davor abgehalten haben, das zu sein, was er wirklich, wirklich ist und somit halt eben auch nicht mehr oberflächlich sein will, nicht mehr funktionieren will, wie es die Glaubenssätze verlangt haben, immer in seiner Vergangenheit, sondern er möchte wirklich jetzt tiefer gehen, sozusagen. Und somit werden auch die Ängste vergehen. Er wird sozusagen zu seiner Größe auch erscheinen, weil er sich durchsetzt und sich nicht mehr von dieser Angst leiten lässt. Ne? Wir haben hier die Heilung und durch diese Heilung kommen dann auch diese schnellen Entwicklungen oder positiven Veränderungen in ihm auf. Ne? Und deswegen ist auch alles so, also ich würde ihn so beschreiben, dass hier gerade alles kribbelt und bebt in ihm, natürlich durch dich ausgelöst, aber zum Positiven, weil du sein Licht oder seinen dunklen Schatten anträgerst, so würde ich sagen, anträgerst. Und aus ihm womöglich die beste Version rausholst, die er sein kann, weil der König der Löwen ist für mich sozusagen die beste Version von Lebendigkeit, von Optimismus und aber auch von Weisheit. Und diese Weisheit ist ja auch irgendwo die Spiritualität, die wir hier zum Beispiel mit dem Mond und mit den Sternen haben, dass es hier in diesem Menschen auch um sehr, sehr viel Spiritualität in sich selber geht, die ihm auch selber gar nicht bewusst war, durch seine Glaubenssätze logischerweise. Und er vielleicht auch immer irgendwo sehr oberflächlich war oder diese Spiritualität vielleicht auch versteckt hat durch die Glaubenssätze, weil Glaubenssätze ja auch immer das beinhalten, also wenn wir jetzt von den negativen Glaubenssätzen ausgehen, es gibt ja auch positive, aber in den allermeisten Fällen sind es halt die negativen, auch weil wir hier die Heilung haben, aber da schauen wir jetzt mit den anderen Karten noch drauf, dass diese halt geheilt werden und man dann wirklich, ja, und deswegen kommt es mir so rein, dass du in ihm quasi
das halt rausholst aus ihm. Ne? Und da haben wir es schon, was waren es? Also ich würde sagen, dass er hier so ein richtiger Schurke war und aber auch ein sehr eifersüchtiger Mensch, was die Vier der Münzen auch nochmal wirklich darstellt. Wenn man an etwas festhält, hat man halt auch immer Angst, das andere zu verlieren. Ja, und das ist dann der Grund, was zu dieser Problematik führt. Was einerseits, ich erwähne es nur einfach dazu, ein Mutterthema sein könnte, eine Rivalin sein könnte. Hier sieht man es schon, die Eifersucht, ne, dass man irgendwo auch immer eifersüchtig auf den anderen ist oder sein könnte, was vielleicht auch aktuell der Fall ist, ne, weil ihr vielleicht keinen Kontakt habt oder du vielleicht auch noch in einer Beziehung bist oder du vielleicht einfach ein für ihn, nur du hast ja für ihn eine sehr große Bedeutung sozusagen und dann hat er natürlich auch gleichzeitig Angst, dass er dich verliert, aber an genau dieser Thematik, ne, er möchte sozusagen diesen Kreislauf von Problemen, Umwegen, Irrwegen, Ängsten sozusagen, möchte er endlich durchbrechen. Okay, hier haben wir jetzt die Intimität. Ich würde jetzt sagen, dass er natürlich sich auch gerne mit dir intim einlassen würde, aber es stellt ein Problem dar, wahrscheinlich, weil ihr vielleicht noch nicht so weit seid oder ich weiß nicht, wie eure Situation ist, okay? Auf jeden Fall kann er sich sehr, sehr gut und gerne vorstellen, mit dir auch intim zu werden. Oder er hat vielleicht auch genau da das Problem, dass du vielleicht mit einem anderen intim bist zum Beispiel. Ne? Weil wir haben ja hier die Rivalin mit der Schlange sozusagen. Aber auch auf dem Hausplatz des Klees, das heißt, die Probleme oder die Angst oder die Sorge, die kommt und geht und genau das will er heilen. Ne? Er möchte halt wirklich in eine Beständigkeit kommen, sieht man hier am Ast der Münzen und hier sieht man ja auch die Sense, die sozusagen in die Kommunikation einschlägt sozusagen, was für mich jetzt entweder ein Kontaktabbruch sein kann oder was mir reinkommt als Impuls, ist einfach, dass die Oberflächlichkeit endet, ne? Dass er wirklich in die Tiefe geht, in die Tiefe kommt und damit auch einen Cut macht in die eigene Oberflächlichkeit oder auch hier, dass er wirklich jetzt mehr auf dich zukommt, weil er einfach auf die nächste Stufe, auf das nächste Level geht, ne? Weil wir haben hier die positive Entwicklung, beziehungsweise die schnelle Entwicklung auch, weil halt hier geht es auch um Tiefe, Weisheit und Feuer sozusagen. Okay, so jetzt haben wir hier zweimal Angst und einmal Angstverbindung, also zweimal Angst. Okay, dann kann es hier tatsächlich sein, dass hier ein Kontaktabbruch stattfindet, wobei ich das trotzdem nicht so reinbekomme. Ich bekomme das eher so rein, dass er vielleicht damit hadert, also entweder hadert er damit, in die Tiefe noch zu gehen, ich betone noch, weil es bewegt sich was, es bewegt sich nicht nur hier mit der Karte, es bewegt sich auch was hier, so wie es weitergeht. Aber da haben wir nochmal diese Angst vor Bindung einerseits im seelischen Bereich, also ganz tief in ihm drinnen, weswegen er wahrscheinlich dadurch auch noch oder generell oder je nachdem wie euer Beziehungsstand ist, ne, da musst du dich selber reinfühlen, oberflächlich scheint, zurückhaltend scheint, weil er einerseits halt eben Angst hat, die ihn auch lähmt, wirklich auf dich zuzugehen oder halt eben diese Angstverbindung oder und schräg schräg oder sozusagen halt eben auch Angst hat vor Bindung. Und das wiederum kommt halt auch dadurch, weil er, wie ich es vorher schon sagte,
Vielleicht hat er in deiner Vergangenheit zum Beispiel sehr viele sexuelle Affären gehabt, ne, wo es nie wirklich in diese Tiefe gegangen ist und ist sozusagen seinem Affärenleben treu geblieben. Das kann natürlich auch sein. Und jetzt ist hier halt einfach mehr entstanden, beziehungsweise bei ihm ungewollt, wo ihn jetzt dazu zwingt, in die Tiefe zu gehen oder sich selbst gewisse Themen bewusst zu machen, weil wir haben halt hier auch mit dem Mond sozusagen die Angst und auch hier die Angst und halt eben auch die Angstverbindung, was wir ja hier schon mit den vier der Münzen haben und das auch das Problem ist. Aber es geht hier sehr, sehr, sehr um Tiefe. Also ich würde sagen, bei ihm bewegt sich sehr, sehr viel innerlich auf Herzebene, also wo das innere Feuer einfach auch rauskommt. Aber hier sind sehr, sehr viele Angstthemen einfach drinnen, ne? Aber schon alleine hier mit den sechs der Stäben ist klar, dass er daran wirklich, wirklich arbeitet, ne? Also hier macht schon Sinn, dass er hier wirklich ganz, ganz viel Kraft und Energie sozusagen einsetzt, um halt zu seiner Größe zu werden. Ne? Und auch hier Intimität nicht mehr oberflächlich zu leben, sondern halt auch, puh, wie soll ich sagen, ja, mit Herzliebe und Feuer, mit dem Inneren. Also, mir fällt jetzt gerade kein Wort ein, aber. Ja, und das Schöne daran ist, dass er es nicht verkrampft macht, wie ich finde, sondern er sieht es halt eben auch als Abenteuer, aber nicht im negativen Sinne, sondern er nimmt es leicht. Also, ne, der schlitzt sich jetzt hier nicht die Pulsadern auf, weil alles gerade so ist, wie es ist, sondern er sieht es auch als Abenteuer beziehungsweise leicht. Und er sieht es auch, ja, ich würde sogar sagen, für ihn ist es ein Abenteuer, ins Innere zu gehen. Und es beglückt oder befriedigt ihn immer mehr oder noch und nöcher, wie auch immer man es sehen möchte. Und genau deshalb haben wir hier die Heilung auf Eifersüchte, auf sein Schurkendasein, was halt wiederum aufgrund von Erziehung, Glaubenssätze und so weiter entstanden ist und befreit sich sozusagen immer mehr von diesen Glaubenssätzen. Und dadurch, durch diese Entwicklung, kommt natürlich jetzt Bewegung ins Spiel, Bewegung in sein Innenleben, Bewegung hier von Problemen, die auch schon in der Vergangenheit des Öfteren aufgetaucht sind, oder die er halt auf jeden Fall kennt, ne? Aber er kämpft dagegen an. Also, ne, man nimmt schon wahr, dass er keine Lust mehr hat auf die immer wiederkehrenden Probleme. Er hat auch keine Lust auf kurze Befriedigung, die ihm womöglich in der Vergangenheit immer Glück gebracht hat, aber nur deshalb, weil man voller Angst innerlich war. Und das nimmt er jetzt in Angriff. Also das nimmt er absolut in Angriff. Und hier haben wir auch zwei Erfolgskarten. Ne? Wir haben nicht nur die Tatsache, dass er hier die Angst hinter sich lässt, die Angst heilt, sondern auch das Glück und den Sieg in dieser Angelegenheit. Und jetzt habe ich hier auf der untersten Karte des Decks, warte mal, dann nehme ich jetzt noch beide untersten Karten des Decks. Tja, da habe ich hier die Herrscherin, den Reiter und das Geben. Also, womöglich hat dieser Mensch in der Vergangenheit mehr genommen als gegeben, weil er ja hier in seiner Angst war, ne? Und da wir hier eine Heilungskarte haben und dieses Geben die Heilung ist, würde ich sagen, dass dieser Mensch in der Vergangenheit genommen hat
um seine Ängste zu deckeln. Das heißt, hier auch, ne, warum ist man eifersüchtig? Man will jemanden besitzen, man will jemanden ganz für sich alleine haben, weil man es selber einfach nicht schafft, auf eigenen Beinen zu stehen oder sich das ein oder andere zu- oder eingesteht und will im Prinzip alles besitzen oder nimmt sich das, weswegen man halt hier ein Schurke wird sozusagen, solange es einem dient oder taugt. Und wenn man es nicht mehr gebrauchen kann, schmeißt man es weg. Ne, und vielleicht hat er das so erlebt, vielleicht ist er so groß geworden, weil es halt im Prinzip ein Glaubenssatz war, Menschen zu benutzen. Und das sage ich jetzt bewusst, weil es ist eine Art Benutzen, die einem selber aber nicht bewusst ist, bewusst war. Und dieses Bewusstsein erfährt er jetzt. Ne? Ich habe ja vorher schon gesagt, er erfährt jetzt Bewusstsein. Und Bewusstsein heißt ja auch Wissen, deswegen auch Weisheit. Wenn man sich seinen eigenen Ängsten stellt oder den tief sitzenden Ängsten und einem bewusst wird, was man zum Beispiel in der Vergangenheit gemacht hat, oder ne, ich gehe jetzt von Vergangenheit deshalb aus, weil wir hier den Hausplatz des Klees haben, den deute ich immer mit. Das heißt also, diese Probleme, diese Irrwege, diese Umwege, diese Rivalen, die aus Ängsten entstehen, ne, immer diesen Rivalen zu sehen, immer dieses Problem oder sich immer wieder in Probleme zu involvieren oder zu schaffen oder zu erschaffen, ja, weil man halt auch hier vielleicht auch immer sexuell gedacht hat, ne, und immer nur auf das Sexuelle hinaus war oder wollte, weil man aber sich halt in Wirklichkeit nicht wirklich innerlich, herzlich auf etwas einlassen konnte, weil halt da immer auch die Ängste halt waren. Einerseits die Bindungsängste und auf der anderen Seite generell Ängste, also das haben wir hier zweimal liegen, und Ängste führen halt, und jetzt haben wir hier nochmal ein ganz, ganz extrem schönes Indiz, so die 8 ist ja sozusagen der Sarg, ne? Und der Sarg steht immer für den Stillstand einerseits oder auch für die Transformation im Stillen, ja, man braucht Ruhephase, Ruhezeit, um zu heilen in Bezug auf die Angst, beziehungsweise durch Angst geht nichts, Angst lähmt, und durch Angst geht nichts. Aber in dem Moment, wo Stille herrscht, wird es ja auch geheilt und führt dann zu einem Neubeginn, weil man es geheilt hat. Hier haben wir auch nochmal ein ganz interessantes Indiz. Hier haben wir nämlich die 84 und die 8 plus 4 gibt 12. Die 12 sind im Lönnemoor die Vögel. Die Vögel stehen für die Glaubenssätze und auch hier ein Indiz für das, was heilt. Die Ängste, die durch Glaubenssätze entstanden sind oder durch Glaubenssätze entstehen, weswegen dann natürlich auch man ein Schurke wird und sich immer nur etwas nimmt, was man braucht, um sich selber halt gut zu fühlen oder immer nur von Ast zu hüpfen. Ja, das ist auch ein Impuls, der mir gerade reinkommt, hier auf sexueller Ebene, sich immer nur das nehmen, was man selber braucht, damit es einem selber gut geht, und gleichzeitig aber auch Angst haben, dass man den anderen verlieren könnte, weil dann würde ja auch eine wichtige Energie fühlen. Wahrscheinlich hat derjenige auch seine Frauen immer verlassen oder weggeschmissen, sage ich jetzt mal wirklich auf gut Deutsch, aber nur deshalb, um auch nochmal zu erkennen zu geben, wie er war oder was bisher war, dass er die Frauen oder ja so sozusagen benutzt hat, ja, um hier seinen Spaß halt zu haben, ne? Und das hat er halt deswegen getan, weil er Angst vor Bindung hatte. Und jetzt habe ich hier aber halt diese ganz vielen Heilungskarten. Schon allein deshalb, weil ich ja hier die Angst habe, den Sieg und aber auch das Abenteuer. Einerseits das Abenteuer hier in der Klärung von Intimität, auch übrigens hier mit der 34 Quersumme 7 sozusagen
als das Problem, das immer wieder gekehrte Problem in der Sexualität. Auch die Stäbe stehen zum Beispiel, ne, der Ritter der Stäbe wäre jetzt der Vorreiter sozusagen von dem König der Stäben. Und der Ritter der Stäbe ist halt auch ein Abenteurer, ein heißblütiger Abenteurer, der die Leidenschaft lebt, aber halt eben auch immer ja, schnelllebig. Das heißt, so schnell und hastig und gierig man ein Abenteuer sucht, genauso ist es auch wieder uncool sozusagen, weil halt die Beständigkeit fehlt, weil man hier auch immer Angst hatte, sich einzulassen. Und all das ist jetzt hier in der Heilung sozusagen, um sich etwas Neues, um sich etwas Wahrhaftiges Neues aufzubauen, was du in ihm ausgelöst hast. Vielleicht ist er auch ein Feuerzeichen sozusagen und du bändigst ihn, du hast geschafft, ihn zu bändigen. Ja? Vielleicht war er auch ein Gigolo, ein Halodri in der Vergangenheit, was wiederum auch nur entsteht, wenn jemand Angst hat, ne? Also so oder so. Aber das wird gebändigt. Aber, und das muss ich jetzt wirklich sagen, das ist auch eine Triggerwarnung. Und das sehe ich so hier an dieser Karte auch, ne? Ich habe hier halt auch so ein bisschen den Impuls, dass es hier in dieser Angelegenheit nicht um das Festlegen geht, sondern um das Freilebige geht. Weil wenn man sich von Ängsten befreit hat oder befreit, ist man ja auch irgendwo in einer Freiheit sozusagen. Und das Leben besteht im Prinzip aus Abenteuern, eigentlich tatsächlich, zumindest aus meiner Sicht. Und ich nehme hier mal an, dass es kein Mensch ist, den man auch festhalten kann und festhalten will. Ne, weil wenn der sich hier von Ängsten befreit hat, dann ist es ein sehr lebendiger Mensch, was man auch hier an den Stabkarten sieht. Ne? Deswegen ist hier ein Indiz, dass es hier um ein Feuerzeichen geht, Feuerzeichen gehen könnte, der halt einfach lebendig ist und leben möchte. Ja? Und konnte es aber in der Vergangenheit nicht durch seine Ängste und durch dich, in welcher Form auch immer, nimmt er diese Ängste an sozusagen und kommt jetzt, wie schon hier gesagt, in seine Wahrhaftigkeit und dadurch auch in seine Lebendigkeit. Was er auch heilt, ist sozusagen, wir haben es ja schon hier, er heilt auf jeden Fall die Glaubenssätze, die ihn halt damals oder weswegen er ein Schurke war und dadurch auch sehr eifersüchtig war. Und kommt sozusagen zu der Überzeugung, ja, zu der Überzeugung und entfaltet sich zu dem, was er eigentlich ist, ja, folgt seiner Leidenschaft tatsächlich, entfaltet sich zu dem, was er eigentlich ist und lernt oder versteht, dass Geben die Heilung ist und geben heißt ja nicht nur geben, geben, geben. Geben heißt auch akzeptieren und tolerieren. Und ich würde sogar sagen, dass das der Grund dafür ist, weswegen auch hier so viele Heilungskarten sind. Ich meine, wir stecken sowieso alle in einer Transformation. Jetzt schweife ich schon wieder richtig krass aus. Dabei wollte ich ja nur wissen, was in ihm vorgeht, wenn er dich sieht und wenn er dich hört und liest. Aber ja, so ist es halt, ne? Ja, und das geht alles hier in die Heilung. Wunderschön. Wunderschöne, warme Heilungstransformationsenergie. Inwieweit natürlich, ne? Zeit ist relativ, Zeit gibt es auch in der Form überhaupt nicht. Und ach so, was mir jetzt hier noch einkommt, ne? Wir haben hier die 28, das heißt, die 10 hier, die Sense. Auf dem Hausplatz des Hauses quasi, des Innenlebens, des Seelenlebens. Nee, Quatsch, Fehler gemacht. Ich bin auf dem Hausplatz des Schiffes. Schiffes ist das, was in Fluss kommt. Und wo reißt man den Cut rein? In die Oberflächlichkeit einerseits, ja. Aber auch
ja, in oberflächliche Kommunikation, die man davor gar nicht führen konnte durch die Ängste, und deswegen alles als Abenteuer abgelassen hat und dann aber weiter in der Leichtigkeit lebt. Also egal von welcher Seite ich es betrachte und egal welche Zahl ich jetzt auch noch hier reinnehme, es ist immer, immer positiv, schon allein wegen der Herrscherin, ne? Der kommt einfach zu seiner eigenen Überzeugung, und das ist ja auch das, was er heilt, ne? Weil nur wer in seiner eigenen Größe ist, kann natürlich auch in seinem eigentlichen Sein sein. Ne? Solange man noch voll mit Ängsten ist, ja, ist man nicht das, was man wirklich ist. Ne? Und dann kann man auch wieder geben, weil hier wurde ja nur genommen. Ja? Genau. Ja, hier liegen auch noch tolle Karten. Aber ich will es jetzt auch dabei belassen und beenden. In diesem Sinne, meine Liebe, mein Lieber, einen wunderschönen Nikolaustag wünsche ich dir und einen wunderschönen Wochenbeginn, einen wunderschönen Montag. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, deine Sandra.